Hallo Gott und willkommen zu einem brandneuen Video. Und ja, Leute, ich lebe noch, was ein Wunder. 2 Wochen ist es her, dass das letzte Video online kam. Und ja, es hatte ein paar Gründe, warum ich so lange inaktiv war. Und zwar, ich hatte ein bisschen die Lust am Schneiden verloren, weil ich muss jetzt aktuell mit Magic Studio Deluxe schneiden. Ist an sich ein gutes Programm, kann ich jedem nur empfehlen. Aber ich habe halt davor mit der Testversion von Sony Vegas Pro 15 Suite geschnitten. Und das ist halt wirklich Chacuzel, Leute. Man kann wirklich alles machen. Und ohne Magic Vegas Pro oder Sony Vegas Pro, wie man es halt nennen will, war halt eine Kooperation mit Magix. Aber egal. Auf jeden Fall, ohne das könnte dieser Edit für Crafting Close gar nicht entstehen. Hätte auch dieser Edit, der normale PvP-Edit gar nicht entstehen können. Und der relativ neue PvP-Edit, der letzte, der online kam, hätte so auch nicht entstehen können mit Magix. Weil ich habe mal versucht, einen Edit mit Magix zu schneiden. Also so einen in der Art. Aber Magix ist instant abgeschmiert. Es überlastet einfach die Kapazitäten von Magix. Und ja, deswegen habe ich ein bisschen den Spaß am Schneiden verloren. Und ja, ein zweiter Grund, warum auch so lange keine Videos kommen. Und zwar, ich muss zurzeit relativ sehr viel lernen, weil wir haben gerade Klausurenphase, aka Probenphase. Ach, nennt's, wie ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall, wir schreiben halt gerade viele Proben und darauf muss man viel lernen. Und deswegen hat man dann nicht die Zeit für YouTube. Und ja, genau. Und wenn man dann so viel gelernt hat, hat man meistens auch keinen Bock mehr. Und sich zu YouTube zu zwingen, also ein Video zu machen, das ist eh lächerlich. Sowas sollte man nicht. Und ja, aber ich war auch produktiv, während ich abwesend war. Und zwar, ich habe mir ein professionelles Stream-Layout eingerichtet mit Abo-Alarm, Abo-Counter, Zuschauer-Counter, durchlaufendem Text, alles, was das Herz begehrt, Leute. Und ja, genau, das waren so die Gründe, warum mir zu länger kein Video mehr kommt, Leute. Aber ab Weihnachten, da geht's wieder aktiv los mit den Videos, weil wenn alles gut läuft, habe ich dann nämlich die Sony Vegas Pro 13 Version und dann werden wieder Edits rausgehauen, aufwendige Videos. Ich werde jetzt bis Weihnachten oder so sehr aktiv, also ich werde immer mal wieder zwischendurch die Streaming-Kiste anschmeißen und deswegen auch Master of Überleitung. Und zwar aktiviert die Glocke, wenn ihr die Streams nicht verpassen wollt, weil Leute, die Abo-Box spackt so rum und deswegen hier im Hintergrund auch noch angeblendet, wie ihr die Glocke aktivieren könnt. Einfach auf diesen Abonnier-Knopf drücken und wenn ihr das schon getan habt, dann ist daneben eine Glocke und wenn diese Glocke ausgemalt ist, nenne ich es jetzt einfach mal, dann passt alles. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn diese Glocke nicht ausgemalt ist, aber ihr wollt eine Benachrichtigung erhalten, dann müsst ihr auf die Glocke klicken und dann ist die dann ausgemalt und ihr bekommt alle Benachrichtigungen. Also ihr bekommt eine Benachrichtigung auf euer Handy. Max de Gummer ist am Livestreamen. Max de Gummer hat ein neues Video hochgeladen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr die Streams nicht verpassen wollt und wenn ihr auch nicht verpassen wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann aktiviert die Glocke. Genau, das wollte ich damit eigentlich sagen. Und ja, Leute, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Stream, der irgendwann Samstag online kommen wird oder keine Ahnung, wann ich halt streame. Ich stream ganz spontan, deswegen aktiviert die Glocke, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und das war jetzt so ein kleines Video, warum ich so lange AFK war und auch noch halt bis Weihnachten AFK sein werde. Also AFK in Anführungszeichen, ich werde ja streamen, aber es werden nicht so viele Videos kommen. Das wollte ich sagen. Und jetzt, ciao, Leute. Bis zum nächsten Video. Genau, tschü mit Ö.